deutschen Sprache das Der, die, das. Warum ist das Genus von dem Wort Mädchen neutral, wenn die identische Person weiblich ist? Gott dafür, dass unsere Muttersprachler alt und wie richtig anwenden. Danke! Und meine Frage ist noch eine zu einem Wort. Heißt es denn extrovertiert oder extravertiert? Wenn ein Deutscher Schweizerdeutsch lernen möchte, wie lange dauert es durchschnittlich? Namen schreibt man auf Deutsch die Nomen mit einem Großbuchstaben. Was ich gelernt habe in der Schule, wegen dem Papst ist falsch und des Papstes wegen ist richtig. Was ist denn mit wegen des Papstes? Ist wegen des Papstes richtig oder falsch? Ich bin Deutschlehrer hier in Frankfurt und ich bin natürlich daran interessiert, dass die deutsche Sprache weiterhin gepflegt wird. Leider haben wir doch das Problem mit vielen ausländischen Schülern, die die deutsche Sprache eben nicht so aussprechen, wie wir das als Deutschlehrer gerne hätten. Ich glaube, hier muss unbedingt etwas passieren und die Schüler sind da eigentlich sehr willig, aber es sind auch die Eltern, die dort eine Vorbildrolle haben und diese Vorbildrolle nehmen die Eltern nicht immer wahr. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auswandern würde in ein anderes Land, warum auch immer, als erstes würde ich die Sprache lernen und das fehlt mir ein bisschen. Mich würde interessieren, was mit alten deutschen Wörtern passiert, beziehungsweise Wörtern, die aussterben. Zum Beispiel das Wort Arglist habe ich schon öfter gehört, allerdings wird das allgemein in der Umgangssprache nicht sehr viel benutzt. Mich würde interessieren, was passiert mit den alten deutschen Wörtern? Werden die erhalten? Werden die gefördert, dass man die öfter auch benutzt in der Umgangssprache? Oder wird die deutsche Sprache zunehmend verenglischt oder der Wortschatz reduziert? Hallo, ich bin Christian aus den Niederlanden und ich habe eine Frage zur deutschen Sprache. Wieso gibt es im Deutschen eigentlich diese Fälle, so wie Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ? Denn im Niederländischen benutzen wir diese schon seit lange nicht mehr. Beim Konjunktiv
Es gibt sehr viele Wörter, die maskulin, neutrum und feminin sind und auch viele Pluralformen haben. Also, und es gibt auch keine ganz bestimmten Regeln. Also wie kann man alles dieses im Kopf behalten? Ist eine sehr interessante Sprache und viele Leute in der Welt Deutsch, sprechen Deutsch. Wie viele Leute werden in der Zukunft Deutsch sprechen? Deutschlehrerin in Frankfurt an einer integrierten Gesamtschule. Unser Klientel besteht hauptsächlich aus vielen Kindern mit Migrationshintergrund und es gibt große Probleme mit der deutschen Sprache, vor allen Dingen für mich. Ich bin, wie schon gesagt, Deutschlehrerin. Ich gehöre zu den Lehrern, die der Meinung sind, dass die Sprache ein wunderbares Mittel ist, um sich auszudrücken und Gefühle und Emotionen so bekannt zu geben. Und ich bin traurig darüber, dass viele in vielen Publikationen in unserer Gesellschaft ich es wiederfinde, dass gesagt wird, dass die Sprache sich entwickelt und dahingehend entwickelt, dass eben ganz bestimmte Wortarten im Satz fehlen, wie beispielsweise die Präpositionen oder auch zum Teil die bestimmten oder unbestimmten Artikel. Und ich auf keinen Fall möchte, dass die Entwicklung sich so vollzieht, sondern ich gehöre zu den Leuten, die sagen, die deutsche Sprache soll erhalten werden, soll so gesprochen werden, wie sie vor 50 Jahren gesprochen wurde. Und ich möchte ein Statement dazu abgeben und ich finde es ganz wichtig, dass es viele Menschen gibt, die zu diesem Punkt eine Meinung haben und sich dazu äußern. Warum gab es die Rechtschreibreform? Das ist wirklich etwas schwer für mich, die alle diese Artikel memorisieren. Und ich denke, das schwerste Sache in deutscher Sprache ist, diese Artikel memorisieren. Und ich finde deutsche Sprache sehr interessant und ich denke, wenn man deutsche Sprache lernt, kann alle die andere Sprache auch lernen, weil Latein und Englisch sind sehr nahe zu deutscher Sprache. So, ich möchte gerne deutsche Sprache bis C2 machen und vielleicht in Deutschland studieren. Ich finde Deutschland toll. Deutschland ist sehr ruhig und etwas in Deutschland, ich kann nicht das sagen, aber etwas in Deutschland gefällt mir sehr und ich finde Deutschland toll, wirklich.